Nach Globetraveler stehe ich jetzt bei Dreamer. Und da schauen wir uns mal Neuheiten an, denn hey, endlich mal neuer Grundriss. Wir haben hier den neuen D55. Der steht hier als 6 Meter Fahrzeug. Von außen sieht man ihm jetzt nicht viel Besonderheiten an, außer vorne raus das große Dach, auch hier also jetzt am Start. Der eine sagt, wow, geil, tolles Raumgefühl, viel Licht. Der andere sagt, verdammt, das Rollo muss man eh immer nur runter machen, weil die Sonne reinscheint. Aber es sieht immerhin schick aus. Ja, dieses Design kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Dieses charmante Umspielen des Dachfensters habe ich doch mal irgendwo schon mal gesehen. Wie sich das heutzutage gehört, sind auch USB und 12 Volt Steckdosen verbaut. In der Küche dann auch 12 Volt Zigarettenanzünder und 230 Volt Auslass. Auch das Fliegenschutzgitter mit dabei. Das ist ja mittlerweile auch eigentlich überall Standard. Der Van kommt mit einer bequemen Sitzbank hier in der Dinette, hat einen ausreichend großen Tisch, der ausdrehbar ist. Ein bisschen kleiner fällt hier aus die Küchenzeile, die ist echt kurz. Wir haben zwar hier noch ein Ausklappbrett, aber ansonsten haben wir wirklich nur hier den kurzen Bereich. 4-Zoll-Zündung ist dabei, Waschbeckengröße mal rund, in den meisten ist es ja sonst eckig, auch mal was anderes. Die Staufächer in der kleinen Küche. Auch nicht so üppig, aber ausreichend. Zwei Tiefe, ein weniger Tiefes. Selbsteinzug ist mit dabei. Jetzt habe ich mal alle Staufächer hier aufgemacht, die ich so mal auf die Schnelle gefunden habe. Da öffnen sich einige Klappen. Auch in der Küche noch eins, das drüber schwebt. Und wenn man runter schaut, ist auch im unteren Bereich neben dem Kühlschrank noch eins. Und jetzt habe ich es gerade schon gesagt, der Kühlschrank, wo ist denn der? Der ist ja gar nicht links, sondern ein Riesending hier rechts, direkt hinter der Dinettbank, wo normalerweise das Bad ist. Und genau das ist die Besonderheit dieses Fahrzeugs. Wie schon gesagt, anderer Grundriss. Der Kühlschrank kommt man mit einem richtigen Griff dran ziehen und dann öffnet sich aber mal ein Dometic-Ding. Das kann sich sehen lassen. Heimatland ist das Ding groß. Da passt locker ein halbes Schwein rein. Eine gasgetriebener Kühlschrank von Dometic, wie schon gesagt, und das Eisfach. Ja, hat auch eine passende Größe. Tja, jetzt habe ich euch verarscht, hä? Erzähl hier einen Mist. Denn es ist gar nicht alles anders, aber irgendwie doch. Ich bin selber leicht verwirrt, denn neben dem Kühlschrank ist das Badezimmer. Aber eigentlich ist auch ein Schrank. Also so ein Hybrid-Badezimmer, könnte man sagen. Denn wenn ich hier öffne, kommt erstmal ein Riesenschrank raus. Den kann ich komplett nach hinten wegdrehen. So, dann habe ich hier auch noch mal eine Schranktür. Und was sich dann hier öffnet, wenn ich hier auch noch das Brett wegnehme, dann habe ich eine Dusche. Und genau das ist die Besonderheit dieses Fahrzeugs. Wie schon gesagt, anderer Grundriss. Ich finde es cool. Und in der Dusche kann man sogar stehen. Man hat Platz. Hier gibt es auch noch auf der Seite eine Duschwand, die dann hier vorgezogen wird. Und dann kann man hier drin duschen. Die Duschwand habe ich jetzt mal geschlossen und dann kann man sich hier tatsächlich noch bewegen. Ich bin 1,80 groß und habe hier Platz, mich noch zu drehen. Gut, ich stoße hier dran und auch hier mit der Schulter, weil ich jetzt halt in die Richtung filme. Stelle ich mich aber so hin und glotze nicht mehr in die Kamera, geht das vom Platz und ich kann mich hier bewegen und könnte hier duschen. Schade ist, dass es nicht wirklich ein Fenster gibt. Oben kleiner Lüftungspilz und das war's. Seitlich hier noch ein Fenster wäre eine feine Sache. Nachdem wir jetzt die Dusche gefunden haben, frage ich mich jetzt, wo ist das Klo? Gut, das Klo ist da, wo ich es dann vermutet hatte von Anfang an. Nämlich genau hier. Klapptür, die wird zusammengefaltet im Prinzip, geöffnet. Und dann stehe ich vorm Klo. Und das sieht dann so aus. Leider auch nur ein Dachfenster, kein seitliches Fenster. Und wenn ich hier jetzt die Tür schließe, habe ich hier immer noch Platz drin. Nicht üppig, ganz ehrlich gesagt. Für ein bisschen breiter oder dicker gebaute Leute könnte das eng werden. Für mich als 1,80 Spargel geht das, aber gut. Und ich finde es mal echt eine coole Sache, dass sie das getrennt haben. Hinterm Spiegelschrank ist noch Stauraum. Auch hier oben noch ein bisschen was zum Hinstellen. Das Waschbecken hat eine ordentliche kleine Größe.
Kleiner dürfte es nicht sein, finde ich. Und oben thront noch das kleine Dachfenster. Auch mal was anderes. Schicker Wasserklappendeckel. Im Heck dann Querbetten, wenig anders zu erwarten. Obenrum noch Stauraum, hinten allerdings nicht. Dafür gibt es im Heck aber zwei nette Fenster. Nicht vorgehängt. Der Stauraum für ein 6 Meter Fahrzeug geht eigentlich in Ordnung. Hier rechts haben wir noch schöne kleine Fächer für Kleinkrimskrams wie Wasseradapter oder sonstiges Zeug. Und links daneben dann Platz für zwei große Gasflaschen. Von hinten zugängig, man muss also nicht den Keller ausräumen, um dran zu kommen. Sehr schön. Ja, und auf Wunsch von dem einen oder anderen habe ich mal das Reserverad gesucht und auch gefunden. Nicht überraschend, unten drunter. Was mir den Van noch sympathischer macht, Dieselheizung an Bord. Ich bin ja jetzt nicht der Dreamer-Spezialist, aber der gefällt mir sehr gut. Dieselheizung, vorne das Dach raus, schönes Platzgefühl. Ein cooler Grundriss, gefällt mir echt gut. Endlich mal was Frisches, Neues, nicht immer so der Einheitsbrei. Damit kann man mich begeistern. Sehr schöner Wagen. Guckt ihn euch an, wenn ihr auf der Messe seid.